wird. Geh rein. Geh rein. Ja. Diese Geschichte geht nicht um den Kampfsport, sondern um die Kämpfer. Wenn ich dir eine Geschichte über mein Leben erzählen soll, würde ich bei dem Sport anfangen, der mich schon mein ganzes Leben begleitet. Mein Vater, mein Bruder und ich, also alle Männer in meiner Familie, sind als Ringer groß geworden. Selbst meine Mutter hat alles dafür getan. Sie hat uns immer zur Halle gefahren und das Taschenpacken hat sie uns auch noch abgenommen. Bei uns hat sich alles ums Ringen gedreht. Bei jedem einzelnen meiner Kämpfe waren meine Mutter und mein Vater dabei. Es gibt nichts, aber auch gar nichts in meinem Leben, was mich mehr geprägt hat wie genau dieser Sport. Mein eiserner Wille, meine Disziplin, mein stark ausgeprägter Kampfgeist, einfach alles basiert darauf. Selbst für meine Eltern kam die Schule an zweiter Stelle. Was nicht bedeutet, dass die Schule völlig egal war, aber eine Niederlage war für meine Eltern meist schlimmer, als wenn ich mal mit einer schlechten Note nach Hause kam. Zurückblickend muss ich schon sagen, hat der Sport mich in jedem Bereich meines Lebens besser gemacht. Selbst in der Schule wurden die Noten von Jahr zu Jahr besser, was auf die erlernte Disziplin im Ringen zurückzuführen ist. In der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, gab es viele dunkle Ecken. Somit war es sehr einfach, auf die schiefe Bahn zu kommen. Doch meine Eltern und das viele Training haben mich nie in falsche Kreise kommen lassen. Meine Freunde hatte ich hauptsächlich im Sport. Für viele Jungs aus der Hood war es einfacher, sich mit Drogen einen Namen auf der Straße zu machen, anstatt sich mit Blut, Schweiß und Tränen im Sport durchzukämpfen. Der Sport zeigte mir ziemlich früh, dass ich allein alles schaffen kann. Auf der Matte war ich auf mich allein gestellt. Nur mein Gegner und ich, Mann gegen Mann. Die Erfolge gaben mir Selbstvertrauen und das Wissen, dass keine Hürde zu hoch ist. Durch dieses Wissen wusste ich, dass ich alles erreichen und erfolgreich werden kann. In meiner Erziehung haben sich die Härte meines Vaters und das Verständnis meiner Mutter perfekt ergänzt. Ich werde nie die enttäuschenden Blicke meines Vaters nach einer Niederlage vergessen. Er war nie von mir enttäuscht, immer nur von der Tatsache, dass ich verloren hatte, da der festen Überzeugung war, ich bin besser als jeder meiner Gegner. Deshalb hat er vor jedem Kampf gesagt, dein Gegner kann nichts, du bist besser. Egal wer vor mir stand. Das hat er natürlich gesagt, um mich zu motivieren. Auch wenn Hulk vor mir gestanden hätte, wären genau das seine Worte gewesen. Dann gab es natürlich noch meine Mutter, die mich nach einer Niederlage immer tröstete, in die Arme genommen und gesagt hat, guter Kampf, du hast alles gegeben. Das Trainerteam vom TB Cannstatt, Michael Bulgrin und Ralf Hohlfeld, haben Glanzarbeit geleistet. Sie hatten es nicht einfach, denn sie mussten mit einer Horde meist ausländischer Jugendlichen klarkommen. Wir waren eben kleine freche Jungs, die kein Blatt vor den Mund genommen haben. Aber sie hatten immer das richtige Händchen und wussten genau, wie sie mit uns umgehen mussten. Sie haben uns mit Spaß bis zur Perfektion trainiert und uns erzogen. Ich muss sagen, wir hatten ein wirklich sehr kompetentes Trainerteam, welches Teamgeist und Freundschaft gelehrt hat. Bis heute stehen wir alle, die Trainer, ehemalige Teamkollegen und ich, in sehr gutem Kontakt. Die Kampfsporterfahrung, die ich beim Ringen über die Jahrzehnte gesammelt habe, konnte ich in meinem Nebenjob perfekt einsetzen. 6 Jahre als Türsteher im Proton. Selbst wenn Situationen mal eskaliert sind, habe ich durch den Ringkampfsport jede Situation im Griff gehabt. In meiner Jugend war ich mehrfacher württembergischer Meister, aber bei den deutschen Meisterschaften hat es immer nur zum 4. oder 5. Platz gereicht. Den Durchbruch hatte ich dann 1998 in der B-Jugend, als ich deutscher Meister geworden bin. Meinen wohl wichtigsten Kampf hatte ich auf genau dieser deutschen Meisterschaft, als ich im Halbfinale gegen den Lokalmatador und Favorit Mario Weiß antreten durfte. Er wurde schon in der Presse als deutscher Meister angepriesen, was den Druck erhöhte. Zur Pause lag ich mit 3:1 hinten. Mein Gegner und sein Team waren sich schon sicher, dass er im Finale stehen wird. Als er zu einem Beinangriff ansetzte, um Zeit zu schinden, packte ich einen meiner Spezialgriffe aus und schickte ihn auf die Bretter.
Im selben Jahr wurde ich sogar noch 5. deutscher Meister bei den Junioren, kam in die Nationalmannschaft und war auf der Weltmeisterschaft. Letztendlich hat der Sport mich zu einer sehr starken Person gemacht, die anderen ohne Vorurteile gegenübersteht und Menschen mit Respekt behandelt.